Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und am 27.05. findet hier auf meinem YouTube-Kanal ein Live-Sulong statt. Und zwar werde ich um 11 Uhr anfangen, diese wunderbare Tasche zu nähen. Also nicht diese hier, aber so eine ähnliche nach dem tollen Schnitt von Anke von Cherry Picking, welches sie der Initiative Handarbeit netterweise zur Verfügung gestellt hat für den diesjährigen Taschennähwettbewerb Mach Dein Ding 2017. Dieser Nähwettbewerb geht noch bis zum 30.06. und jeder, der nach dem Schnittmuster eine schöne Tasche anfertigt und da einen Blogbeitrag drüber macht oder anderweitig postet auf Instagram oder auf Facebook oder Pinterest vielleicht sogar, der hat die Möglichkeit, ganz, ganz tolle Preise zu gewinnen. Ja, und genau diese Tasche werde ich am 27.05. morgens ab 11 Uhr hier live auf meinem Kanal nähen. Ihr könnt mir entweder einfach nur in aller Ruhe dabei zusehen oder aber auch direkt mitnähen. Und wenn ihr direkt mitnähen möchtet, dann kommt hier jetzt ein kleiner Überblick, was ihr schon alles vorbereiten könnt. Das hier sind alle Materialien, die ihr für eine Tasche braucht. Für den Außentaschenbeutel braucht ihr das Taschenschnittteil zweimal und das Teil für die aufgesetzte Eingrifftasche viermal, nämlich zweimal für außen und zweimal für innen oder für ein Futter. Außerdem braucht ihr noch vier Streifen Kunstleder oder ähnliches und zwei Dreiecke aus dem gleichen Material. Für den inneren Taschenbeutel braucht ihr in jedem Falle zweimal das Taschenschnittteil. Wenn ihr innen auch aufgesetzte Taschen haben möchtet, dann braucht ihr hier auch nochmal viermal das aufgesetzte Eingrifftaschenteil, nämlich wieder zweimal für außen und zweimal für innen. Zusätzlich braucht ihr noch etwas Gurtband oder Snap-Pap und einen entsprechend zugeschnittenen Kunstlederstreifen. Dann noch vier D-Ringe, zwei Karabinerschnallen an D-Ring und einen Schieber. Damit die Streifen und die Dreiecke für den Außentaschenbeutel sowie der lange Streifen für das Gurtband später nicht verrutschen, könnt ihr hier vorab auch schon mal etwas Stylefix aufkleben. Außerdem solltet ihr, wenn ihr Kunstleder verarbeitet, auch noch unbedingt ein Teflonfüßchen haben, damit hier beim Zusammennähen auch garantiert nichts verrutscht. Weitere Infos zu den Materialien und auch das Schnittmuster findet ihr auf der Seite der Initiative Handarbeit. Den Link dazu packe ich euch nochmal hier unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr dann auch nochmal so eine kleine To-Do-Liste, was ihr bitte vorher dann noch alles vorbereitet, wenn ihr tatsächlich live mit mir mitnähen wollt. Am besten lasst ihr auch noch ein kostenloses Abo da und das Glöckchen nicht vergessen zu aktivieren, damit ihr auf jeden Fall informiert werdet, wenn dann der Livestream, also der Live-Sulong, tatsächlich dann auch losgeht. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis dahin. Ciao.